Stechend riechende Kühlschränke? Was machen denn die da? Was? Wer wirft denn alte Kühlschränke in unseren Wald? Und wo ist die schlafende Kröte? Das frage ich mich auch. Was? Wer? Und? Gut, wir sollten mal hier hintergehen. Was ist denn hier passiert? Ich bekomme Magenschmerzen. Oh ja, hier sieht ja alles total blöd aus. Ach, hier bauen sie Stadtrand. Das sieht aus wie eine große graue Welle, die auf mich zurollt. Aber meine Schule ist noch da. Die Scheißschule. Und die Nägel erst. Was heißt die Scheißschule? Ich meine die Scheißstadtwelle. Rostiges Schild. Baustelle? Aber. Hä? Aber hier wohnen wir doch. Das gibt's doch nicht. Gehen wir mal hier rein. Oh, oh nein! Oh, nein! 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 Was ist hier passiert? Was ist denn hier passiert? Verblichenes Poster. Das bin ich. Verzweifelt gesucht wird Jeremias Haselnuss. Seit acht Monaten verschwunden. Was? Seit 8 Monaten verschwunden? Oh, oh nein! Okay, und jetzt? Ja, wie können wir denn jetzt erfahren, was hier passiert ist? Verwittert. Ah, Moment, probieren wir mal hier Felsflüstern mit der Statue. Vielleicht kann die uns was erzählen. Ich erkenne dich. Was ist hier passiert, Zwerg? Das Heim zerfiel. Zu lange warst du fort. Zu spät zum Abendessen. Aber ich... Zu spät für einen guten Nachtkuss. Er hat versprochen, dass ich rechtzeitig zurück bin. Zu spät für die Schule. Der Marquis hat gesagt, dass ich rechtzeitig zurück bin. Zu spät für ein Lebewohl. Ich sah sie vor vielen Jahren. Ein letztes Mal wartete sie hier. Ich hörte sie. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Verzeih mir, doch ich muss fort. Ohne dich kann ich hier nicht bleiben. Verzeih mir. Bitte. Und vergiss mich nicht. Mama. Vergiss mich nicht, mein Sohn. Okay. Und mehr. Mehr weiß ich nicht. Oh je, Jerry. Nicht so traurig sein, es gibt noch Hoffnung. Grauenhafte Realität. Alle Hoffnung scheint aus dieser Zukunft gewichen zu sein. Das ist doch alles sinnlos. Das ist doch alles sinnlos. Okay, Moment. Wir haben doch den Zauber Hoffnungsschimmer. Können wir den jetzt anwenden auf uns selber? Sommerferientag ist alles möglich. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Jerry! Aufstehen, du Schlafmütze! Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. Ich werde rechtzeitig zum Abendessen da sein, Mutti. Versprochen. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Und ich... Ich habe 2 davon. Ich muss zurück nach Mauswald. Der alte Magier weiß sicher, was zu tun ist. So, der alte Magier. Das heißt, wir müssen zurück nach Mauswald.
und durch das Portal gehen. Das Portal nach Mauswald ist noch eine Spalt geöffnet. Na, das reicht noch. Mal sehen. Komm schon, Baumläufer Jerry. Schüler des Marquis de Hotto. Ich werde nach Mauswald zurückkehren, um das zu korrigieren, was falsch gelaufen ist. Was auch immer das sein mag. Es hat funktioniert. Oh Mann, kein Wunder, dass der Marquis immer so komisch redet. Damit kann man sogar Portale öffnen. Okay. Ja, super, Jerry. Dann neuen Mut geschöpft und auf geht's zurück nach Mauswald. Wow. Jerry. Plato. Du bist also wirklich ein Baumläufer? Die Geschichten sind also wahr. Ich wusste ja, dass du was Besonderes bist. Ich bin nur ein einfacher Junge. Jerry, wir brauchen deine Hilfe. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Es passierte, nachdem sie mit den seltsamen Fremden gesprochen haben. Fremde? Ah, die Bauarbeiter. Zuerst dachte ich, es seien Menschen, aber es waren wohl doch Masken. Die habe ich auch schon getroffen. Der alte Magier vom Stadtrand hat einen von ihnen in einer magischen Flasche eingesperrt. Doch ein paar andere von ihnen treiben sich noch im Mauswald herum. Wo ist der alte Magier jetzt? Ich muss ihn sprechen. Er ist nach Hause gegangen, um noch mehr von seinen Flaschen zu holen. Aber jetzt ist er auch verschwunden. Keine Sorge, ich werde ihn suchen. Das machen wir. Sonst werden die Fremden dich auch einschlafen lassen. Sei auf der Hut. Du auch, Plato. Ich werde Anja suchen. Hoffentlich geht es ihr gut. Quack. Quack. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach Mauswald. Was ist das denn? Poster. Der große Zaron. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Komisch. Die Poster waren doch vorher noch nicht da. Eben. Sehr strange. Hey! Nein, es ist in Ordnung, wenn ich meinen Garten verkaufe. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in Ihren Augen. Sie sind sich Ihrer Sache sicher. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines Ihrer Probleme nehme ich Ihnen ab. Die Last ihres eigenen Gartens. Sie ruht nun nicht mehr auf ihren Schultern. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Der Preis? Sein Garten. Okay. Treten Sie näher. Oh, noch eine, noch eine. Es gibt noch Unglück in meinem Leben. So viel Pech. Mach das weg. Der Hase hat gerade seinen Garten verkauft? Da stimmt doch was nicht. Das kann echt nicht mit rechten Dingen zugehen. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ich habe eine Medizin dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Schon nach ein paar Flaschen werden sie merken, wie sich das Glück zu ihren Gunsten wendet. Riechen sie heute an einer Flasche und wir verändern ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zaroff sehen. Den Illusionisten. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen, wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge, Menschenkind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher. Doch, ich sehe, sie sind und sie sollen es nicht bereuen. Eines. Oh, nun gib mir schon eine Flasche. Okay. Schon wieder.
Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Verzieh dich. Okay, ich glaube, wir sollten wirklich zum Zauberer gehen. Als allererstes. Ach, da ist Edith. Hast du meine Handtasche gesehen? Nein. Ich will sie gegen eine Eintrittskarte für den großen Zarauf eintauschen. Die Igelbrüder haben auch schon eine. Da muss ich hin. Aber du hast doch so lange auf deine Tasche gewartet. Ach was, du hast keine Ahnung. Du bist langweilig. Geh weg. Okay, hier läuft ja alles aus dem Ruder. So, wo ist der Zauberer? Oh. Hallo? Ist jemand da? Der ist da oben drin. Wo ist der alte Magier nur hin? Ich sehe ihn doch da oben. Moment mal. Ist das nicht... Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich war das. Was machen Sie denn in der Flasche? Hilf mir hier raus. Aber wie? Zerbrich, zerbrich das Kristall. Okay, wie können wir das machen? Ach, bestimmt mit dem Nagel, nehme ich an. Da können wir doch reinhauen. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Dann, die Flasche Nein, mit der Echse? Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nee, geht nicht. Was können wir denn jetzt? Ach, ein Etui. Ein Etui? Ein Monokel. Ein Monokel. Was haben wir da? Leer. Kein Etui. Säckchen. Prall gefüllt mit irgendwas. Die Naht platzt fast schon auf. Ach, Moment. Das können wir bestimmt mit dem Nagel aufmachen, oder? Ah. Mais. Maiskorn. Was wollen wir damit das jetzt? Das nehme ich mit. Nehmen wir das Maiskorn mal mit. Können wir das mit dem Mais aufschlagen? Das klappt so nicht. Nicht. Hm. Was haben wir denn sonst noch? Ich wüsste nicht, wie wir das aufkriegen. Keine Ahnung. Haben wir denn hier? Von Sonnenlicht beleuchteter Spalt. Hä? Sieht fast aus, als ob das Regal bald auseinanderfällt. Bald. Aber noch nicht. Okay. Flasche mit Hexe. Was ist das? Die Maske kenne ich doch. So seht ihr also wirklich aus. Oh, Fauch. Können wir vielleicht das Maiskorn dann in den Spalt stecken und dann geht das auf durch die Sonne und der fällt runter und Maiskorn probieren wir mal. In Position. Und jetzt? Die Sonne beleuchtet das Maiskorn so dramatisch. Ja, jetzt muss es doch gleich platzen. Ach, mit dem Monokel vielleicht noch. Können wir das verstärken? Okay. So. Der Brenneffekt. Oh. Boom. Das hätte ich lieber mit dem Nagel gemacht. Als den runterzuschmeißen. So. Du hast mich befreit. Ja. Was ist passiert? Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Mir ist es gelungen, einen von ihnen in eine Bandflasche zu sperren. Doch dann habe ich mich selbst ins Kristall verbannt. Konsortium Squamata, ein Konsortium von Echsen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja, der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bandflaschen. Mhm. Und denk daran, die Echsen selbst müssen sie öffnen.
Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Okay. Jetzt müssen wir die Echsen jagen. Ja, toll. Dann gehen wir mal zurück in die Stadt. Und sprechen wir zuerst mit der Echse da am Stand. Können wir die vielleicht irgendwie fangen? Mit den Flaschen. Das ist doch so eine Flaschenfreak. Gefängnisflasche. Moment, Flaschenstand. Können wir die irgendwie dahin tun? Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. So. Mal sehen, ob's klappt. So, jetzt muss er natürlich wieder quatschen. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem. Ja, nimm schon. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Oh, der Korken sitzt aber fest. Aber okay. Wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Bluff. Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. So. Was hast du getan? Weg ist er. Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich. Okay. Jetzt pennt der. Er schläft. Der große Terror. Was für eine Show. Okay. Und ich in der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Sehr strange. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Können wir die mitnehmen? Da lasse ich besser die Finger davon. Okay. Eine Eintrittskarte für die Zapda lasse ich, als der Hase die Karte gesehen hat. Ist er eingeschlafen? Jerry hat den alten Magier befreit. Der Hüter der Portale berichtet ihm, dass das Konsortiumskommand einen Kurzsaum von der Echsen zu dem Haus gekommen ist. Er gibt Jerry 3 Gefängnisse und die Echsen als Fangsetzungsmaschen. Okay, wo ist noch eine? Was ist eigentlich hier drin los? Ist da noch alles in Ordnung? Ach Gott, das ist ja die nächste. Ja, wie können wir die einfangen? Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sie... spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. So, können wir das irgendwie fangen jetzt, die Echse? Besser nicht. Nee. Der Bann, du willst an hat mir seine Wirkung nicht verfehlt. Niemals. Es sei denn, du gibst mir einen Eintritt. Ich habe okay. Konrad hat aber alle Wohnungen. Und der ist ja irgendwie der Vertragsmeister, den müssen wir irgendwie überlisten anscheinend. Ah, Moment, Lista. Was haben wir denn gelernt für schöne Zaubersprüche? Fuchslist. Können wir den auslisten? Oder probieren wir mal. Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarov. Okay. Klar, wo soll ich unterschreiben? Klar, wo soll ich unterschreiben?
Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squamatags, das läuft ja wie am Schnürchen.